Heute ist wohl der beste Tag für den Hamburger Rapper Jizzes. Gleich zwei tolle News liefert er. Seit Anfang des Jahres sitzt der Rapper hinter Gittern. Und viele Fans haben sich Sorgen gemacht, was wohl aus ihm wird und ob es seiner Karriere schaden könnte. Allerdings hat er nicht lange im Knast die Zeit vergeudet. Denn nach einigen Monaten war er im offenen Vollzug und konnte die Zeit mit Familie und Freunde verbringen. Das erklärt dann wohl auch, wie es überhaupt dazu kam, dass seine Ehefrau Lisa schwanger werden konnte. Denn bevor er in den Knast ging, hat er sie geheiratet. Zwei gemeinsame Kinder haben sie bereits und bald gibt es wieder Nachwuchs. Denn sie verkündet voller Stolz, dass sie wieder schwanger sei. In der Zeit, wo er aus dem Knast raus durfte, haben sie sich wohl ziemlich oft gesehen. Ja, sie ist wieder frei! Mutti ist schwanger! Aber Moment mal! War ich ja noch im Knast!